es nicht glauben, wir fahren nach Las Vegas. Jawohl. Aber es ist das andere Las Vegas. Dieses da hinten. Ich sehe auf dem Schild Las Vegas. Las Vegas Diesel-Windmühle. Ja, so sieht's in New Mexico in Las Vegas aus. Und wenn alles gut läuft, werden wir heute auch New Mexico verlassen. Super schön. Müssen wir noch mal richtig entdecken. Ja, gucken wir mal, wer verliert da seine Verkleidung. Ja, dann kommt hier auf der Autobahn. Hier, wollen wir zum Tourist Information Center? Da. Next, re-exit. Wieder so blau. Las Vegas. Ausfahrt. Ja, das sind die letzten drei Ausfahrten. Ja.
Ne, Lars, guck mal. Wie die Lars geht. Wo ist die Lars? Nein. Eine Meile. 2,59 kostet es mit dir. Ja. 10 Mark haben wir hier. Vielleicht gucken wir uns den mal an, wenn wir mal irgendwann State Park gerade von New Mexico haben. Wir haben aufgesetzt. Wir haben hier Badevorgänge. Alter Falter. Ja, Boise City, geradeaus. Willst du gleich mal da hinten angucken? Ja, mal gucken. Ja, wir kommen hier durch die kleinsten Kleinstädte. Dann kommen wir nach Mexiko. Stand nix. Santa Fe Trail, wir sind noch drauf. Herzstadt.
3 in die Stunde. Da kommt eine Tanke. Kostet 2,69. Und hier kommt wieder ein Tipp. Wo kommt der? Ja, stand hier. Schild. Weiter. Oh ja, hier ist ein Tipp. Nimm den lieber. Oh Gott. Ja, Kleinstädte sind spannend. Noch einer. Ich glaube, weiter rechts hast du. Oder. Ja. Doch? Google ist einfach scheiße. Aber hier fängt noch dran. Also, wenn ihr langes gespannt habt, fahrt nicht durch Clayton, New Mexico. Oh, fahrt nur langsam. Ja, wir sind in Colorado unterwegs und fahren jetzt durch Springfield. Wer kennt es nicht? Jetzt Richtung Norden unterwegs. Da kommt das Schild von Springfield. Na, wer wohnt hier? Oh. Na, Mike, guck, der hat dich nicht verdreht. Anfänger. Ja, Colorado. Komische Straßennamen haben die hier, alles Buchstaben. Eben noch einen heftigen Bahnübergang. Oh, nur noch freundlich hier. Bitte direkt einen Panzer zu begrüßen. Kennt man. Oh ja, wieder so ein schöner Bahnübergang. Der ging noch gut. Schon ja. Ganz so schnell sind wir eigentlich nie. Ja, die sind alle schon ziemlich
fertig, die Städte. Alles zu, alles verbarrikadiert. In den letzten kleinen Städtchen überall. Ne? Ja, du denkst, ein bisschen jetzt ausgebombt, aber wirklich. So sieht's aus. Goodbye, Springfield. Ja, nach Interstate und normale Highways, jetzt Country Roads. Ja, und nach drei Bundesstaaten, ne? Ja, New Mexico, kurz Texas. Touchiert, hauptzart, Oklahoma, jetzt Colorado. Jawohl. Suchen wir uns hier ein schönes Plätzchen. Im Nichts. Ja, wir haben das Comanche-Grasland durchquert. Ja. Suchen jetzt ein nettes Plätzchen. Wie heißt das Ding? Two Bucks? Ja, Two Bucks. Jetzt kommt da vorne so eine Infotafel. Das ist hier vom Wildlife Management. Ja, wir sollen hier 5 Kilometer, wissen wir, 5 Kilometer diesen Feldweg hier fahren. Ne? Ja. Aber ich glaube, da kommt eine Infotafel. Wie man hier so schön sagt, ein Kiosk. Oder es ist nur ein Schild. Das ist ein Schild. Müssen wir mal gucken, ich habe hier noch runterfahren müssen. Mach mal langsam. Two Bud State Wildlife Area. Ja, müssen wir jetzt hier runter, oder? Ich will hier aber aufgeschlossen bleiben wollen. Ja, dann. Er sagt welcome, wir sind da. Ja. Das war auch weit und breit der einzige Hügel. Da habe ich vor 10 Meilen schon gesagt, das ist doch bestimmt. Ja, kein Berg weit und breit, ne? Nix. Nur da die Hügelchen. Na, ich schau noch mal aufs Navi. So, angekommen. Bisschen windig. So, da ist ein See. Da ist die Missy. Der Zack holt die Stühle. Wir haben wieder eine Feuerstelle in der Pampa. Wir stehen am See, haben einen wunderschönen Stellplatz. Ist ein bisschen windig. Und der coolste ist, hier kam einer vorbeigefahren mit dem Hänger und der hat unten ein Boot abgeholt. Und auf dem Boot, ne, sitzt noch der Kapitän und die Besatzung, Frau und Kind. Und die fährt er jetzt hier über Land, fährt er die jetzt nach Hause. Ist das cool? That's America. Ne? In Deutschland unvorstellbar. Da darfst du nicht auf der Ladefläche sitzen, gar nichts. Und hier sitzen sie einfach im Boot. Boot.
So, jetzt fahren die schön nach Hause, über Land. Über Land fahrt im Boot. Ist das cool? Ja, ne? Haben alle gewunken beim Vorbeifahren. Ja, ganz nett gewunken. Herrlich. Ja, wir haben eine schöne Feuerstelle hier, aber die hat ja den Platz schon gezeigt, ne? Ja, Bierchen und genießen den Abend nach der langen Fahrt. So, jetzt nochmal unseren Stellplatz. Von hier oben am Abendspaziergang. Ne, gegen die untergehende Sonne. Ist natürlich super. Und da steht ja die Missy. So, ein Toilettenhäuschen haben wir daneben. Eine Feuerstelle. Hier da hinten ist auch noch eine Bootramp zu dem kleinen See hier. Das zieht sich noch ein bisschen, ne, darunter. Ja, und hier wunderschöne rote Felsen. Wir sind mitten in der, vom Grassland, also in im flachen Colorado, sag ich mal. Es ist wo drumherum nur Wiesen, wie nur Prairie, nur Prairie. Und dann öffnet sich da plötzlich hier dieser Canyon mit dem Wasser. Ja, und wir können hier wunderbar ein paar Tage bleiben. Mal schauen, wie lange wir hier unser Lager aufschlagen. So, jetzt von hier unten nochmal. Ein bisschen windstiller, hoffe ich. So, sehen wir mal. Ja, hier ist so ein kleines Becken abgetrennt. Drumherum wunderschöne Felsen, toller Sonnenuntergang. So, da oben steht Missy ganz alleine. Das ist mein Stellplatz, oder? Ja, wir sind hier in so einer Wildlife Area. Wie lange dürfen wir hier bleiben? Auf 14 Tage? 14 Tage. Ja, mal wieder. Das ist doch wohl wert, oder? Hier können wir nur 14 Tage bleiben. Also immer so, wo so Feuerstellen sind. Ne? Das sind dann halt die Plätze, wo man campen kann. Und da oben war eine Feuerstelle und da stehen wir jetzt. Ja, da vorne haben wir noch eine Bootramp. Sehen wir die? Da. Aber der Verkehr, der hier ist, auf dem Sonntag, der hält sich echt im Rahmen und morgen hoffen wir dann, dass dann noch weniger los ist. Ja, ein toller Platz, wirklich.